Willkommen zurück bei Fahr dein Son. Play for fun. Oh, da wird mir direkt Kohle abgebucht. Ich zeige mal, wo ich bin. Genau hier. Und mein Lager ist weg. Wir gucken erstmal, was liegt heute an. Also, Hund streicheln ist gerade nicht. So, gegnerische Nichtspieler-Charaktere aus großer Entfernung getötet. Gänse gehäutet, alles klar, Kleidungsstil geändert, das machen wir gleich. Lager verteidigt. Oleander, Salbei, Prärimon. Spielerwerte mit Tarntonika. Mit Tonika verbessert. Da gucken wir gleich, was liegt sonst noch an. Oh, mein geliebter Kopfgeldjäger. Zwei aus der Ecke hier, da hinten, da habe ich keinen Bock zu. Wieder hier die Nummer ohne einen umzulegen und 5 Minuten Rest hatten wir schon. Speziallager-Eintopf zubereitet, Kadaver, da ist es wieder mal, ne? Tödliches Raubtier und kleine Tierkadaver gespendet. Schnäpschen trinken, Sammlerstücke mit Detektorfinnen und Wildblumen. Eine Spezialsorte hergestellt, dann hier mit einem anderen Spieler interagiert und schwarzgebrannten. Oh, auch gleich zwei, das wird nix. Was im Wildnislager machen, Zähigkeitstonika nehmen. Ja, dann. Werden wir natürlich jetzt nichts Besonderes nehmen, sondern erstmal. Den Kleidungsstil wechseln. Damit das erledigt ist. Dann kann man hier Gänse ziehen, denke ich. Ja. Habe ich eigentlich auch warme Sachen dabei? Was ist das denn hier? Besteht aus einem Hemd. Ja, super. Das interessiert mich doch gar nicht. Abgestimmtes Ensemble, meine Güte. Komisches Geräusch, oder? Gucken erstmal, ob wir da hinten Gänse finden. Ich denke, heute werde ich nicht alle neuen Rollen Herausforderungen schaffen. Dafür lade ich euch gerade eine neue Folge mit Arthur hoch. Da habt ihr also auch ein bisschen was zu gucken. Und hier können wir vielleicht, verzichten wir doch, wisst ihr was, auf die Zähigkeitstonika-Nummer. Können wir auch mal, ne? Ja, jetzt wird's doch was hier. Jetzt noch den einen oder anderen Wolf, dann ist das schon gut. Wisst ihr was? Heute spielen wir einfach nur eine Runde. Egal was kommt, oder? Oh. Da sehe ich doch schon wieder so eine Nummer, die ich gar nicht machen will. So, hier sitzen manchmal Gänse. Vielleicht nur nicht um die Uhrzeit, ne? Da haben wir einen Dachs. Hier ist ja nichts. Ja, das geht ja gar nicht. Gänse wird wohl nix. Oleander Prärimon könnte man da hinten sammeln. Ist da was? Dann hauen wir uns doch einfach irgendwas rein. Eins, zwei. Dann ziehen wir das Lager doch einfach mal in diese Gegend hier. Wo ist der Online-Option? Quatsch. Ich denn hier Lager und Immobilienlager festlegen. Great Plains, da ziehen wir es hin. Das wollte ich auch nicht. Wildnislager. Ja, dann
Machen wir doch hier erstmal. 6-mal Munition. Wir stauben heute einfach ein bisschen Gold ab. Und fertig, oder? Und hier noch eins. Aus dem, dann sind die 7 fertig. Ab nach Hause. Dann gucken wir mal. Da stauben wir auch direkt ab. Und da seht ihr schon, der Hund freut sich. Er hat auf uns gewartet. Jetzt wird's aber auch Zeit. Na komm. So. Können wir auch satt spenden. Stocks are looking good. Excellent. Thank you. Supplies are good. I'm a happy man. Dann 10 kleine Tierkadaver. Haben wir nicht irgendwo 10 Ratten? Da haben wir perfekte. Hier haben wir schlechte. Ach, wisst ihr was? This is good quality. Very nice. Auch durch. How's the moonshine business treating you? Oh, für alle, die wissen wollen, wo die Madame ist. Hier ist sie. Und für alle, die nicht wissen, wo wir sind, da ist die Madame. Tja, haben wir das doch auch schon geklärt, oder? Ich glaube, zu verkaufen habe ich nichts. Also keinen Satz, nein. Da haben wir nichts. Dann gucken wir mal eben, können wir noch irgendeine Karte nachkaufen. Auch nicht. Müssen wir ja auch nicht immer. So, jetzt hier noch so ein Puma abstauben. Ja, auch nicht ganz verkehrt, ne? Da höre ich ihn doch schon. Zustand spielt ja keine Rolle. Ja, läuft das doch, oder? Dann würde ich sagen, düsen wir nachher da in die Sumpfecke, sammeln ein bisschen Oleandersalbei und bringen dann einen Alligator mit. Dann haben wir nämlich die Aufgabe auch schon erledigt. Hier gönnen wir uns mal eben kurz die Tao-Karte. Reiten hier die üblichen Stellen ab. Und suchen uns gleich so ein bisschen Präriemohn. Aber hier ist heute gar nichts, oder was?
Nö. Aha. Hier ist es nicht. Schon mal was mit dem Spaten gefunden. Schwarzgebrannter Spezialsort ist auch fertig, gab auch Gold. Was wächst hier? Ach, da ist doch schon der erste Prärie. Also ihr seht so ein bisschen was, läuft heute von allein. Brauchen wir nur noch zweimal Präriemohn, da wissen wir ja auch, wo er wächst. Spätestens da hinten. Oh, hier tickt auch irgendwas. Aber wo ist das? Da glaube ich, ne? Zeige ich auch nochmal eben. Hier ist es. Ja, ich weiß, ich bin heute spät dran. Aber wie immer war ich samstags erst arbeiten. Oh, 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 oh. Da ist der legendäre. Ist irgendwas Zähigkeitstoniker? Nein. Da war der legendäre oder ist der legendäre Puma. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ah, da hinten sitzt er. Da. Mal gucken, ob wir das von hier aus hinkriegen. Ne? Sollen wir mal versuchen? Da ist er. Jetzt haben wir den schon ordentlich angeflickt. Jetzt sollen wir uns hier nur nie abwerfen lassen. Auf, dass er uns nicht entkommt. Ja, das hat natürlich gut geklappt, ne? Komm ich jetzt. Oh, ich hatte gehofft, dass ich darauf komme. So. Das Pferd kommt aber nicht. Wäre ärgerlich, wenn er mir entkommt, ne? Wo ist der hin? Ach, der normale ist mir entkommen. Der Dingens, aber hier ist ein. Jetzt kann ich mich ja nicht entscheiden. Dann nehme ich doch das Pflänzchen. Dann ist er halt weg. Man kann ja nicht mal alles haben, ne? Ist doch in diese Richtung geflüchtet. Da, der Puma ist entkommen. Aber ich hätte jetzt auch einen normalen Puma mal mitgenommen hier.
dann sammeln wir halt den Präriemon. Was soll das denn? Zu viel Auswahl auf einmal hier. Da ist er. So. Oh, hier oben liegt noch eine Münze, denke ich, oder? Ja, ja, hier ist das. Ne, hier ist das nicht. Dann ist es da. So, was war denn sonst noch zu sammeln? Obwohl... So schlecht sind wir gar nicht, ne? Sehigkeitstonik, hätte man machen können, muss man nicht. Ja, das wird ja nix. Antike Schnapsflasche trinken kann ich auch noch. Und Händler? Ja, also... Es ist machbar heute, ne? Auch relativ schnell. Jetzt hauen wir uns mal eben... Aus Rum kann man ja noch was brennen, ne? Ach komm, was soll's denn? Hier geht's... $8, das ist ja eine Frechheit. Ja, gerade mal eine gute Viertelstunde unterwegs und schon jede Menge Sachen geschafft, ne? Hätte ich mal das Zähigkeitstonikum schon genommen. Aber wie gesagt, man muss nie alles haben. Hier ist heute kein Pflänzchen. Also hier ein bisschen Augen auf. Wir wollen vorwiegend Oleander-Salbei sammeln. Und nehmen uns hier gleich noch... irgendein Alligator mit. Wir nehmen ihn auch am Stück. Hier heute kein Pflänzchen ist. Da könnte man natürlich noch eine Karte aufmachen. Wir brauchen ja nur noch zwei. Oh, jetzt kann ich, könnte ich sogar. Oh. Das Zähigkeitstonikum nehmen. Später noch eins. Aber jetzt sammeln wir erstmal eben den Salbei hier. Und ja, zumindest den Alligatorzahn. Und ich glaube, das Großwildfleisch, wenn ich da nicht sogar genug von habe. Weg damit. Versorgungsmission, aber hier geht es darum, auch erledigt. Sehr gut abgestiegen hier.
Ab nach Hause. You know, I'm getting quite used to having you around. We're well stocked for the time being. That's top notch. Auch durch. Hier. Ach so, wir müssten was wegbringen. Ja, nee, komm, das lassen wir. Vielleicht machen wir einfach mal eine Karte auf für Wildblumen, oder? So, ihr seht das, zwei Sachen brauchen wir noch. Das heißt, wir würden jetzt noch im Naturkundlersektor eben die... Naturkundler. Im Sammler mal eben die Wildblumen sammeln, oder? Und dann nimmt man später noch das Zähigkeitstonikum. Und dann ist der Drops gelutscht. Ich habe keine Karte offen. Nee. Dann könnten wir auch Spaß gleich noch zur Emerald Ranch. Hier sollten irgendwo Gänse sein. Für 0,2 Goldbarren. Da mache ich eine ganze Menge. So, Landkarte für Wildblumen. Die zwei können wir uns mal eben noch ziehen hier. Und dann kann man ja noch alles Mögliche machen, nur im Warten, bis das Zähigkeitstonikum die Wirkung verloren hat. Also ihr seht euch das ja vielleicht vorher an, bevor ihr es selbst macht. Nehmt es zuerst. Ich glaube, es hält grob eine halbe Stunde. Und dann reißt man eben in die kalte Ecke oder so. Schmeißt den Rest nach. Fertig. Könnte man heute relativ schnell die neuen Rollenherausforderungen wirklich easy durchziehen. Ne? Oh, die Vogeleier nehmen wir natürlich noch mit. Irgendwo hier ist das Pflänzchen. Da ist es. Schön wieder irgendwas platt geritten. Wo ist das Pflänzchen hier? Genau da. Mensch, keine 25 Minuten. Jetzt sehen wir mal hinzu, dass wir noch ein paar Gänse finden. Kann sich nur um Stunden handeln. Brauchen wir eben eine schnell schießende Knarre. So, wie viele Gänse brauchen wir überhaupt? Gänse, zwei Stück nur. Also heute könnte man sogar das hier auch noch eben durchziehen, ne? Da hätte man aber richtig Knete verdient. So, was haben wir da? Raben. Das sind alles Enten.
brauchen aber Gänse. Also Gegner aus der Ferne, da nimmt man halt eine richtige Knarre. Legt mal ein paar aus der Entfernung um. Ist die Sache ja auch durch. Also hier, das zeige ich euch mal eben, was ich meine. Das Kakano. Dann ist es wirklich richtig easy. Oh, wir folgen meinem dem Hund. Also ich sag mal, Gegner sind ja Straßensperren, solche Geschichten. Da könnt ihr ganz entspannt. Passiert hier auch genug. Wo ist denn da ist die Kiste? Da gibt's, glaube ich, Absinth. Jawohl. Guter Hund, ne? Bisschen abgemagert, aber. Aber nett war er. So, jetzt gucken wir nochmal eben bei unserem Hehler des Vertrauens. Die letzte Wildblume lasse ich offen. Dann wissen wir, was wir morgen zu tun haben. Dann wissen wir nämlich auch sofort, wo die Madame ist. Ah, I recognize that face. Go on, have yourself a quick nosy. Okay. Also, wir hauen alles raus. This up off the street, no doubt. Sure. Now, where did you get this, I wonder? This must be an heirloom, huh? Come across a few of these myself. See you around. So, da sieht immer, wie weit der weg ist. Dafür ist das Kakano wirklich tipptopp. Ja, wie gesagt, drehen wir die Heimreise an. Machen dann direkt Schluss für heute. Gleich auch eben gucken, ob die Folge mit Arthur schon fertig hochgeladen und verarbeitet ist. We're well stocked for the time being. So, also nochmal. Gegnerische Nichtspielercharaktere aus der Entfernung getötet, also Straßensperren etc. Lager verteidigt, da muss man halt ein bisschen an die passenden Stellen reiten, da passiert das schon. Ja. Ich kann ja mal kurz gucken hier. In diesem Fall, in dieser Gegend zum Beispiel. Moment mal. Erstmal das Pferd füttern hier. Ist so eine prädestinierte Stelle. In diese Richtung. So, hier hinten taucht das schon mal auf. Ja,
kann man auch mal eben auf die gegenüberliegende Seite da hinten reiten. Und checken, ob da irgendwie Sammlerstücke sind. Und dann taucht das hier schon mal auf. Auch hier gibt es schon mal Enten und Gänse. Ich glaube aber vorwiegend Enten. Ne, also kann man hier checken, ist hier heute irgendwas. Und dann taucht das Lager auch manchmal auf. Ja, ja, hier ist heute was übrigens. Nämlich genau hier. Und das nehmen wir natürlich auch noch eben mit. Also, wenn man es ein bisschen geschickt anstellt und einige Dinge in einer anderen Reihenfolge macht, dann hat man zumindest die neuen Rollenherausforderungen heute relativ schnell erledigt. Es ist aber durchaus machbar, alle Rollenherausforderungen zu erledigen. Kann ja auch eine Kopfgeldjagd annehmen und da vielleicht Gegner einfach aus der Ferne erledigen. So schwer ist es heute nicht. Immer beenden wir die Folge, oder wie fast immer, natürlich im Lager. So, ach so, bei dem Outfit kann ich die Maske nicht aufsetzen. Ja, das war die Folge online am Samstag. Vielen Dank für euren Besuch, abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My father and son play for fun.